Hallihallo und guten Morgen. Endlich ist es wieder soweit. 4 Wochen Umzug sind rum. Ich bin on Tour. Im Moment gerade Ritzlern, Parkplatz, Kanzelwandbahn. Heute zum 2. Mal. Wer die Videos anschaut, weiß, ich habe es mit Klaus zusammen versucht im Januar. Wir sind aufs Fellhorn gekommen, Kanzelwand nicht. Deswegen bin ich heute hier. Der 2. Versuch. Jetzt von Ritzlern aus. Kanzelwandbahn, wir sind hier bei 1087 Meter im Tal. Die Kanzelwandbahn geht dann bis 1957 auf die Bergstation hoch. Und die Kanzelwand selber war dann oben mit 2058 Meter. Das heißt, heute über 2000 Meter raus. Ich würde sagen, jetzt geht's hoch, der Tag wird schön. 10 Stunden Sonne sind angekündigt auf jeden Fall. Das heißt, Ausblick wird gigantisch, Schnee liegt noch ordentlich. Also, bleibt dran. Es wird heute wieder ein schöner Tag und ein geiles Erlebnis. Genießt es! Oh, jetzt gibt es mal die erste Information. Also wunderschön erstmal der Blick nach rechts. Haben wir die hohe Ive. Das ist mal richtig nah dran. Ja, Information, genau. Also alle, die auch hierher möchtet, die Parkplätze von der Kanzelwandbahn, die sind gesperrt. Gegenüber ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Der ist geöffnet. Und ich kann euch nur raten, nehmt Kleingeld mit. Denn EC-Karte geht nicht. 8 Euro kostet der Tag zum Parken hier. Und ihr könnt nur Münzen reinwerfen und das wechselt nicht und keine Scheine. Oder ihr macht's wie ich, ihr geht zum hiesigen Bäcker, holt Schneckennudel, lasst euch Kleingeld rausgeben. Geht es natürlich auch. Ja. Ich gehe jetzt hier die normale Skipiste, der Berg auf bis zur Bergstation, zur Kanzelwand. Im Moment bin ich so auf 1228 Meter, also nur ganz am Anfang, nur einiges vor mir hier. Wenn alles glatt läuft, dann möchte ich heute über der Walzerklettersteig wollen bis zum Gipfel gehen. Ich denke mal, die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Ansonsten muss ich halt außenrum den normalen Wanderweg laufen. Aber der Gipfel ist heute auf jeden Fall drin. Schön wäre es natürlich über der Walzerklettersteig. Ja, Schneeverhältnisse. Es ist sehr harschig hier unten. Festgefroren. Aber das ist klar, bei den Wahnsinnstemperaturen hier, wo wir gerade haben, mit über 20 Grad sind, bin ich eigentlich froh, dass wir überhaupt noch Schnee haben. So, auf 1300 Meter jetzt der erste schöne Blick nach oben. Man sieht schon mal den Berg, allerdings nicht das Tagesziel. Das ist nicht die Kanzelwand. Das ist dann noch ein Stück weiter links. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die sehe. Aber wird auch bald rauskommen. Und an der Stelle auch möchte ich sagen, danke an die jetzt schon in so kurzer Zeit 110 Abonnenten, die mich hier bei meinem Kanal unterstützen. Das zeigt mir, dass das, was ich mache, die Leute gern anschauen. Das animiert mich dazu, weiterzumachen. Deswegen alle, die jetzt zuschauen und noch nicht auf abonniert gedrückt haben, macht es den 110 einfach nach. Drückt auf abonnieren. In diesem verrückten Jahr wird noch einiges passieren. Wir werden noch viel unternehmen. Solange es Schnee hat, mir die Ski die Berge hoch. Ins Frühjahr rein, dann über die Klettersteige in Hochtouren, hoffentlich, wenn die Grenzen offen sind. Es wird auch nur übers Wasser gehen, mit dem Wakeboard. Und ich habe auch noch einiges natürlich mit dem Mountainbike vor. Da wird dieses Jahr auch noch was passieren. Deswegen, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Hier unten, links oder rechts. Und aktiviert die graue Glocke. Seid immer mit dabei, wenn es was Neues zu erleben gibt. Mit dem Alpin Michael. Viel Spaß dabei. Ja, oh ja, geil. Die Sonne kommt raus. Wir gehen hinaus. Labim, labum, labam. Juhu. Das erste Mal als Sonnenbrille auf. Es wird ein arschgeiles Wetter. Bleibt dran. Das wird halt super. Absolut Traumtag. Wie im Bilderbuch, kann ich euch sagen. Ich bin
auf der Höhe von 666-Zwerenalpe, 1726 Meter über normal Null steht hier. Ach, schon ganz schön Stück laufen. Ja, da geht jetzt das letzte Stellstück noch vorhin hoch. Da seht ihr hier schön die Bergstation. Aber es geht jetzt hier außen rum. Da kommt dann oben noch Adlerhorst oder so nennt sich das, glaube ich, die Hütte. Da schalte ich euch dann noch mal kurz dazu. Grüß dich Gott im Adlerhorst, 1885 Meter, Bergstation, Gipfelkreuz. Und ich drehe mich jetzt extra für euch rum, denn das wollt ihr sicherlich sehen. Hier, schaut euch das an, auch von hier aus schon ein wunderschöner Blick über die Alpen bis zum Ifer Gottesecker. Das ist so mein nächstes Ziel, was ich mir vornehme, wenn das ganz gut geht, noch mit dem Schnee. Hoffentlich die nächsten ein, zwei Wochen, wenn das Wetter passt, dann geht es da drüber hoch. Winterbesteigung Ifen, da bin ich schon richtig scharf drauf. Ja, und jetzt das letzte Stück noch hier hoch. Ja, da hoch, hoch, hoch und dann da oben rüber wird sich's. Und dann hier oben, da muss ich irgendwo dann in der Klettersteig reingehen. Da muss ich dann den Eingang suchen. Ich bin an der Bergstation angekommen. Hier haben wir schöner Ausblick Richtung Deutschland. Dahinter bei uns ist ein wenig nebelig, so wie es aussieht. Oder wahrscheinlich ist es der jetzige Grad Sahara-Staub, der seit Tagen unterwegs ist und uns das warme Wetter beschert. Geradeaus vor uns Bergstation Fellhornbahn an dieser Stelle. Grüße an Klaus. Wir waren vor 4 Wochen hier und ich habe dir gesagt, Klaus, es ist ein Grashügel. Du hast mir es nicht geglaubt. Du siehst, es ist echt nur ein Grashügel, der halt ganz schön steil hochging, ich weiß. Du darfst gerne was da unten in die Kommentare reinschreiben. Hier oben werde ich euch dann noch eine Infokarte reinblenden. Da ist dann die Tour, wo ich im Klaus aufs Fellhorn hochgelaufen bin. Damals sind wir nicht bis zu Kanzelmann gekommen, jetzt von der anderen Seite hier geradeaus. Sieht man schon vorne, da sind schon ein paar unterwegs. Bis da hoch kommt man also auf jeden Fall mit der Schieße, wie es aussieht. Und das werde ich jetzt auch machen. Ja, wie man sieht, geht es da ganz schön steil hoch noch. Und es ist sehr verharscht, auch hier oben. Deswegen entschließe ich mich jetzt kurzerhand, hier da vorne bei der Garage Skidepot zu machen. Denn ich habe Steigeisen dabei. Dann werde ich hier jetzt wechseln auf Steigeisen, weil die Plagerei da hoch, die paar Meter noch mit der Ski, das tue ich mir nicht an. Denn so toll ist die Abfahrt nach da runter zu es auch nicht. Und dann machen wir lieber schöne Bergwanderung bis zum Gipfel hoch mit Steigeisen. Ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Jo, Steigeisen sind dran. Jetzt geht's da hoch. Also mir ist es lieber mit Steigeisen. Wie macht es ihr? Wenn es so steil wird, steigt ihr dann auch auf die Steigeisen oder bis zum letzten Meter Ski? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein, wie da eure Vorlieben so sind. Würde mich schon interessieren. Ja, ab hier habe ich jetzt auch Helm anzogen, denn in so Tauwetter löst sich doch immer wieder kleine Steine und dann ist es doch besser, man hat den Helm auf dem Kopf und nicht auf dem Rucksack. Man weiß nie, wer da oben gerade rumklettert. Hier vorne ist ein Stück Klettersteig. Sieht so aus, wie wir es probieren können. Seine ist auf jeden Fall nicht abgehen würde. Dann schauen wir das Ganze mal an. So, ich nehme euch jetzt mit auf der sogenannte Walzerklettersteig, auch Familienklettersteig genannt. Im Sommer also auch gut machbar mit Kindern. Im Winter vielleicht nicht so zum Empfehlen. Ich mache das hier jetzt alleine, weil ich im Sommer den Weg schon hochgegangen bin und weiß, wo es reingeht. Ansonsten würde ich das nicht als Animation nehmen, hier alleine rumzuklettern, sondern
bedenkt, auch wenn es ein kleiner, einfacher Klettersteig ist, es ist trotzdem hochalpines Gelände. Berge haben immer Gefahren in sich. Und wenn ihr zum ersten Mal unterwegs seid, dann geht her, nimmt bitte jemand mit, der das schon mal gemacht hat, der sich auskennt. Denn alleine das erste Mal sowas da durchklettern, sollte man bitte bleiben lassen. So, jetzt genug der Worte. Jetzt geht's ans Seil. Lasst euch auf der Buschkammer. Genießt den Aufstieg. So, aber für mich das erste Mal allerdings mit Steigeisen. Da bin ich schon mal richtig gespannt, wie das dann funktioniert. Das geht schon mal ganz gut. Das ging schon mal gut. Da geht es jetzt durch das enge Felsding durch. Oh, letztes Mal schon knapp dran mit dem Rucksack. Ich hoffe, dass ich das mal ein bisschen weniger einpackt habe. Passt durch. Aber mit Steigeisen kann man ganz gut in die Trille rein. Mit der vorderen Zacke. Da hat man ganz guten Halt, weil mit den Tourenstiefeln, auch wenn sie ein bisschen Gummisohle haben, also wäre das nichts. Steigeisen auf jeden Fall besser. Daumen hoch. Okay, nächster Schritt. So. Ja. Seil oder Schnee. Geht noch. Ja, jetzt kommt Zeit an. Die Birma Bridge rüber. Aufsteigeisen. Hey, also sagen, das ist schon Abo wert, oder? Also, sieht sicherlich schlimmer aus, wie es ist. Aber es wirkt auf jeden Fall spektakulär. Also, Abo drücken. So, zwar spektakulär diese Brühe, aber ich bin trotzdem froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Hier sieht schwieriger aus. Dafür ist das jetzt die schönste Stelle, wo nicht mehr so anstrengend ist.
Ach du Scheiße. Yes! Bin oben. Oh. Wahnsinn, Stück war das gerade. Schluss da hoch. So, mein Blick runter wagen. Los. 58 Meter. Kannst du an. Fünfter Gipfel dieses Jahr. Yes. Schaut euch an. Das ist nicht herrlich. Absolut geiler Ausblick wieder. Da unten kommen wir raus aus dem Lehrersteig. So, an alle, die nur dabei sind, Berg heil und Berg dank. Es geht ins Tal hinunter, aber jetzt nehme ich dann doch auch der normale Wanderweg hier runter zu zum Skidepot und dann freue ich mich schon auf eine tolle Abfahrt. So, genießt noch mit mir den Abstieg ein bisschen. So, runter geht's immer schnell. Wo geht's lang? Da oben lang, okay. Ich wollte zuerst runter, auch nicht schlecht. Nehmen wir lieber dann noch den Weg. Ja, da komme ich zu hoch, da gehe ich runter, passt. Servus. Ja, hast du auch mit dürfen? Hallo. Ski habe ich angezogen. Jetzt genießen wir die Abfahrt. Ich glaube, euch wieder top aktuelle Superhitze auf die Ohren nebenher. Genießt es vorhin noch runter hier mit mir. Es war schön, toller Tag. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Vielleicht schon nächste Woche oder übernächste Woche. Der Ivo wartet da drüben. Ansonsten gute Zeit miteinander. Dankeschön, euer Alpin Michel. Genießt die Abfahrt.